Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Haus Flipper. Ich habe beim letzten Mal ja hier das Kinderzimmer eingerichtet und ihr habt jetzt gar nicht gesehen, was ich denn da alles bekomme. Nämlich, wir müssen das noch abgeben. Und zwar mit Enter. Habe ich ganz vergessen, den Part schon beendet, aber ihr seht es jetzt. Für 4000 abschließen. Es müsste so eine Kostenaufstellung mal hier irgendwo geben. Dass ich sehen kann, ob ich jetzt an den ganzen Einrichtungsgegenstände, nehmen wir mal an, eins kam so irgendwie um die 100, ich glaube 75, so ein Sitzkissen. Wir haben 500, also 5 Einrichtungsgegenstände, Sitzkissen mal 2, 6, 700 ausgegeben, 4000 bekommen. Die Farbe 2 Eimer, 16 Euro noch was. Ging eigentlich, und der Zeitaufwand war ja eigentlich sehr ergiebig. Hier ab zurück in die Bruchbude, so ist das als Klempner. Work means victory, alles klar. Ist. Oh. Warum ist hier schon wieder Schmutz? Oder ist es einfach nur die Wand? Weil ich hier streichen muss. Aber ich meine, das hätte ich schon mal sauber bekommen. Nee, das ist wirklich Putz, ne? Hier ist ja nicht mal eine Tapete drüber. Das ist der blanke Putz, würde ich fast schon sagen. So, okay, schauen wir mal rein. Ich bitte um Hilfe, Geld ist kein Problem. Neue Wand. Fangen wir jetzt von oben mal an. Eine komplette neue Wand? Alter. Moment, das ist aber schon... Doch, das will ich machen. Aber warte, ich will doch gucken. Geld ist kein Problem. Eine recht verdächtige Truppe vermietet. Aha. Oh, Möbel haben sie verkauft und Müll hinterlassen. Also, okay, das war so eine Party-WG von Waldemar Rissen. Oh, komm, wir gehen erst zu... Nee, wir fangen von oben an. Da wartet länger der Thomas Pilschner. Akzeptieren wir. Oh, guck mal, das Bild sieht ja schön aus. So soll das mal in Zukunft aussehen bei mir. So, zum... Oh, hier habe ich ja ein paar Sachen mehr jetzt. Nice. Erstmal schauen, hier... Ich habe hier draußen im Außenbereich keine Aufgaben. Gehen wir rein. So, hier montiere die Geräte. Was soll ich hier montieren? Das ist wieder draußen. Hier drin keine Aufgaben. Modifiziere die Wände, montiere die Geräte, möbliere die Zimmer. Ach ne, in anderen Räumen. Ah, Badezimmer, keine Aufgabe. Okay, Moment. Hier montiere die Geräte. Irgendetwas muss ich montieren. Wahrscheinlich fehlt hier irgendwo. Vielleicht ein Stromschalter oder sowas. Kann man sich das nochmal anschauen hier? Oh, eine Galerie. Statistiken. Ah, sehr schön. Schauen wir uns mal an irgendwann. Jetzt nicht. Taschenlampe anmachen. Ach ja, die gab es ja auch noch. Ich habe jetzt nur nicht so wirklich gelesen, was der Typ eigentlich will, ne? Oh, der hat einen Keller! Alles klar, hier... Das ist doch montiert. Oder nicht? Ja, da ist doch bloß Strom. Stecker reinmachen, kannst du doch selber. Ach so, die Steckdose ist komplett im Eimer. Alles klar. Hallo? Was fehlt denn da jetzt? Oh, hier komme ich nicht ins Tablet rein. Moment. Da kann ich nichts machen. Okay, Tablet. Shop. Anschlüsse. Vielleicht unter Sanitär? Ne, Sanitär gibt's hier nicht. Sonstiges? Ja, so Accessoires wahrscheinlich. Boah, ihr nimmst das Tresor. Survival? Survival? Tische, Türen, Wandlampen vor...
Badezimmer. Betten, Boden, Fliesen, Decken, Farben, Fotos und Bilder. Haushaltswaren eventuell. Nee. So eine Waschmaschine, die steht doch sonst im Bad oder in der Küche. Stühle, Teppich. Ich weiß nicht, was da reinkommt. Ach, guck. Ah, oh, wie doof. Ja, hast du ja schön gemacht. Also die Steckdose innen drin ist noch nicht angeschlossen. Verstehe ich nicht. Welcher Techniker macht das nicht fertig? Ah, festschrauben. Jetzt noch die Abdeckung drauf und die Schraube rein. Ah, guck mal, das ist so eine amerikanische Steckdose. Ich glaube, nee, die englischen, die sind so leicht schräg. Das war keine also keine englische. Oh, cool. So, also dieser Raum ist fertig. Und noch drei andere Aufgaben habe ich. Hallo? Schließen. Irgendwo hier auch. Montiere die Geräte. Das sind solche Haken. Ah, guck da unten. Pflanze bitte weg. Da kann eigentlich auch auf dem Tisch stehen bleiben. So, sehr schön. Haben wir entdeckt. Weg damit. Stecken wir erstmal rein. Boah, das muss ich jetzt auch bald nochmal machen. So, vor so Elektrosachen habe ich schon ein bisschen Respekt, muss ich sagen. In meinem Badezimmer muss eine neue Lampe rein. Achso, genau. Schrauben wieder. So, Abdeckung drauf, Schraube rein, Klappe zu, Affe tot. Hallo? Wie war die denn bitte vorher da drin? Warte mal. So ein Quark. Aber weißt du, dann bleibt die jetzt hier auf der Couch. Das ist mir doch egal, das soll er sich selber wieder so hinstellen, wie er es will. So, der nächste Raum. Aha. Modifiziere die Wände. Ich mach mal die beiden. Ja, was ist. Badezimmer? Keine Aufgaben, sehr schön. War man nicht schon drin? Moment. Und hier ging es raus, genau. Ach ja, gegenüber. Hier war der Eingang. So, dann machen wir hier mal auf. Ah, ich sehe, ich verstehe. So, Gegenstand entfernen, Kinderbett. Hä? Erstmal alles hier rüber? Hä, wohin denn bitte entfernen? Wahrscheinlich ganz raus, ne? Bettgrille. Was ist ein. Hä, Bettgrille? Ist das das hier? Soll ich denn das hinstellen? Das ist ja. Oh, warte, da ging's. Bettgrille. Oh nein, jetzt muss ich das Bett zurück. Kann man nicht so einen Schritt rückgängig machen irgendwie? So. Bettgrille. Was ist eine Bettgrille? Teppich.
Soll ich denn überhaupt mit den... Ja, komm, wir müssen ja eh erstmal alles rausräumen hier, ne? Zack. Auch das Spielzeug. Kann ich die Kommode komplett wegnehmen? Oder fällt dann das Spielzeug runter? Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Bestimmt runtergefallen, ne? Ja, genau. Oh, weißt du was? Gibt's nicht sowas, wo ich das hinpacken kann? Komm, legen wir jetzt darüber. Oh. Warte mal, ist das überhaupt das, was ich weg... Nee. Bettgrille. Was ist... Alter, so ein Ikea-Namen hier. Bestimmt meinen die das? Was soll Bettgrille sein? So, jetzt muss ich... Brauche ich Hilfe. Bettgrille. Ach, das soll angebracht werden. Mein Gott. Jetzt haben wir den ganzen Kram da runtergeschmissen. Ab aufs Fensterbrett. Das Spielzeug. Vor allem voll alles einzelne. Hoffentlich gibt es später irgendwie so Transportkisten für solche Aufgaben. Eigentlich wäre es doof, jetzt hier die Wand einzureißen und das alles hier so dabei liegen zu lassen. Das ist doch Käse. Ah, das lassen wir auch. Guck mal, die hängt schon so, wo dann hier die Mitte des Raumes sein wird, ne? So, Bude zu. Dann müssen wir jetzt irgendwie die Wände modifizieren. Stütze bauen, Wände bauen, Stürze bauen. Abreißen. Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Boah! Ja, und jetzt? Lol, das dauert aber lange. Ey, das ist echt... So muss ich das machen. Das kann sich ja nur um Stunden handeln. Ach, guck mal, ich sehe ja gerade, der fällt dann von allein in sich zusammen. Reiß die Mauer ein! Die Mauer muss weg! Boah, gefährlich hier neben dem Heizkörper irgendwie da rein zu donnern. Boah, guck mal! Heidewitzka! Ha, cool! Verschwindet auch direkt von selber. So, und jetzt soll ich hier ein... Nee, ich glaube, das muss noch weg, weil... Ich nehme an, dass dieses Rote mir zeigen soll, wo es dann hergeht. Batsch! Was ist denn jetzt sinnvoller, unten rein zu donnern oder oben? Eigentlich unten, ne? Logischerweise. Oh nein, mein Gott. Nein! Nicht verkaufen. Ah, später haben wir eh so einen richtig fetten Hammer. Da geht's dann mit einmal. Deswegen mache ich da jetzt keine Wissenschaft draus. Wie langsam der auch ausholt. Ah, sehr schön. So, da unten nochmal rein. Moment mal. Was sollen wir denn hier mit dieser Wand machen? Soll die hier angeglichen werden? Ich vermute schon, ne? Wir sehen es ja gleich. Ah, Moment, warte. Gegenstand entfernen. Das Kinderbett kann ich verkaufen. Halt. Nein. Ah, sehr schön, da geht es auch weg. Super. Willst ein Fenster haben? Kriegt so ein richtiges Fenster, da kann die beobachtet werden dann beim Schlafen. So voll erwachsen geworden.
dass die Eltern, die anscheinend in so einer Studentenbutze hier wohnen, dass die immer noch gucken können. Oh, jetzt haben wir das Problem mit dem Boden hier nur, ne? Irgendwie. Ja, egal. Ach, das ist auch noch weg hier. Aber das muss schnell gehen hier, dieser Streifen. Komm schon! Dauert halt, ne? Bis das verschwindet. Kann ich das auch selber wegpacken? Ne, das geht nicht. Ich habe hier irgendwie einen Lakaien, oh, anscheinend, der das für mich wegräumt. Das ist schon mal sehr nice. Oh, das kam schnell runter. Sehr gut. Gut, ich würde sagen, weiter geht es im nächsten Part. Da setzen wir dann die neue Mauer. Ich hoffe, ich habe hier keine tragende Säule erwischt. Und ja, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.